Ladies and Gentlemen, unten links gespawnt in Blau, es ist der Infernal, der einzig wahre Snogstar. Um rechts gespawnt in Rot, sein Konkurrent, der sich mit einem 3:2 gegenüber Luzifon durchgesetzt hat, es ist Dandy. Wer von diesen beiden Spielern schafft es, ins Finale einzuziehen, um $400 zu spielen und Erster zu werden mit dem Best of 7 nach dieser Partie? Das ist die Frage aller Fragen, die wir uns jetzt stellen. Ich muss leider dazu sagen, ich bin gerade ein bisschen parteiisch, weil ich mir schon wünsche, dass wir einen Vanguard im Finale sehen gegen einen Infernal. Das wäre mir definitiv angenehmer, als ein weiteres Mirror Match zu casten. Das sind persönliche Präferenzen. Wie seht ihr das? Was denkt ihr über Mirror Matches? Ich mag eigentlich Mirror Matches nicht so gerne, es sei denn, es ist Celestial gegen Celestial, das finde ich irgendwie noch unterhaltsam. Aber Infernal gegen Infernal geht auch noch klar. Aber Vanguard gegen Vanguard liegt definitiv auf meiner Beliebtheitsskala noch unter Steuererklärung machen. Ja gut, so tief liegt es nicht, aber es liegt schon sehr tief. So, Health Camp wird auf jeden Fall jetzt erstmal hier gemacht und wir sehen auch hier ein Lancer Opening. Das heißt, Dandy wird versuchen, mit dem einen Lancer hier das Camp zu machen. Und das sehen wir, diese vier Schläge mit einem Hit, diese Position zu abusen, ist gar nicht so einfach. Und ich find's echt risky, ne? Bin für Dandy. Anerkenne es. He can do it. Raise your hands. Give him your energy for the Genki-Dama. Ja, Lancer machen Lancer-Sachen. Genau, das Camp kannst du mit einem Lancer machen. Den kannst du so positionieren, dass er vier von den Viechern gleichzeitig haut. Und beim letzten hat er halt Level-Up, sodass er überlebt. Die 42 Hitpoints sind echt ein großer Buff, den er bekommt in der Zeit. Und die machen nur 5 Punkte Schaden. Das heißt, er kommt, ich glaube, auf 10 Punkte Schaden, bekommt er sein Level-Up. Und dann hat er wieder 50 Hitpoints und überlebt dadurch. Und to be honest, ich wusste nicht, dass das machbar ist, ne? Weil, guck mal, wenn die so draufhauen, bekommt auch nur der eine Mob hier Damage. Und nicht er. Und das ist auch egal, ob die hier stehen oder sonst wie stehen. Ich glaube, dieser Cleave Damage, der da entsteht, ist nicht beabsichtigt. Ne, ich glaube, das ist einfach... Die haben ja eigentlich keinen Cleave-Schaden, oder? Ja, Bug Abuse, nein. Es ist ja anscheinend legit, also es steht nicht in den, in den Rules steht ja Bug Abusing und Exploiting ist verboten und dann gibt es Beispiele, was bekannt ist, was nicht bekannt ist. Und das hier wird nicht drin aufgeführt, finde ich aber auch richtig, denn sonst kommst du als Vanguard gar nicht dazu, im Early Game Creeps zu machen. Das ist wirklich, ich habe es ja in dem Game davor gesagt, mich stört bei Vanguard, dass du im Early Game nicht so agil sein kannst und Camps machen kannst. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du early einen Camp machen kannst. Boah, die Lancer sind halt so geil, Alter. Mit dem Upgrade, die töten halt alle Gordons, ey. Boah, ist das geil. Dandy, go boy! Oder Girl, ich weiß gar nicht, was er ist. Aber das war ein schöner, smarter Move. Hat er ein paar Gorns bekommen. Und dann zieht er sich einfach wieder zurück. Jetzt kommen die Unholde hinterher. Die kann aber draufhauen hier. Und dann ab ins Zielfeld. Sein Doggo steht da. Kriegt es aber nicht getaggt, weil jetzt die Unholde da drin sind. Hm. Zieht sich komplett zurück. Richtige Entscheidung. Unten hat da der Infernal einfach die zwei Camps gemacht. Vision Camp gehört noch ihm. Lass mich mal gerade in Erfahrung bringen. Ich habe doch die Tournament-Seite gespeichert.
Und ich suche mal eben kurz Dandy raus. Wo ist Dandy? Da. Dandy. Hat er kein Profil? Ne, hat kein Profil auf Liquipedia. Schade. Sonst hätten wir vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos bekommen können. Aber es ist Pole, wenn ich das richtig gesehen habe gerade. Boah, lass mich das nochmal double checken. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Flagge gesehen habe. Nee, sorry. Ich habe die Flagge vertauscht. Er ist nicht Pole. Oh, aber wir fokussieren uns jetzt doch besser mal wieder aufs Game. Im Health Camp sind die Lancer beschäftigt zu fliehen. Und der Speedbuff ist halt wirklich eine angenehme Sache, ne? Kriegt er Schaden, kann er escapen, hätte er den Speedbuff nicht, würden die Gaunts jetzt einfach hinterhergehen und die paar Lancer töten, zusammen mit den Brutes und mit den Finns. Boah, sieht das Symbol ekelhaft aus, Alter. Boah, das triggert mich. Bäh. Das ist genau wie diese Angst vor Löchern. Wie heißt das nochmal? Trypophobia oder was? Richtig eklig, Alter. Bah. So. Ich glaube, Dandy ist Italiener. Ich kann die Flaggen nicht erkennen, weil die so klein sind. Ne, Peru? What the fuck? Alter, ich kann es nicht lesen. I'm so sorry. Ich kann die Flagge nicht erkennen. Da sind meine Augen einfach zu schlecht für. Auf dem zweiten Monitor. Ja, weiter wird expandiert. Unten kommt jetzt der erste Push. Exo und Lancer in die Natural. Da sind nur ein paar Gaunts. Und Exo Lancer ist halt die Kombination gegen Infernals, bis du Atlas hast. Du willst Exo Lancer spielen. Ist geil. Mit beiden Upgrades macht das auch super viel Spaß. Und dann willst du natürlich einen Atlas hinzubekommen. Und den Atlas, damit der sich hier um den AOE-Schaden kümmert und die Gaunts ausdünnt. Und das zusammen in der Kombination mit den hohen DPS von den Exos ist super eklig. Das ist einfach so ein geiler Playstyle. Das ist wie Zealots, Marines und Siege Tanks aus StarCraft. Das macht einfach Bock. Boah, guck dir das an, die Exos. Boah, das ist so geil. Und jetzt den Magmadon snipen. Bam, GG 1-0, Dandy. Nice. Richtig, richtig, richtig gut. Das gefällt mir. So, wieder Sitzposition wechseln. Wir gehen nochmal in den Schneidersitz rein. Rein in die, in den Lachs hier. Wo ist der zweite Lobby-Link? In welchem Channel wird der gepostet? Alter, das ist eine sehr gute Frage. Da ist kein Post. Nein, da ist der. Okay, Map 2. So, dann gehen wir in Map Nummer 2 rein. Da holt der Vanguard sich den ersten Sieg. Fantastico. Sicher ist das. Ich habe gerade echt tatsächlich kurz nachgedacht. Muss ich den. Heißt der wirklich DND? Also DND Do Not Disturb? Eigentlich voll der geile Name. Daraus ein Wortspiel machen. Aber Dandy, DND, das passt. Das passt fast. Fast. Aber ich glaube, den Gedankengang hatte er nicht, als er sich diesen Namen ausgesucht hat.
So, ich muss das Scoreboard wieder anpassen. Es fehlt auch noch einer der Caster. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Dandy unten sein wird. Noch ist der Loading Screen nicht da. Aber in ein paar Sekunden wissen wir mehr. Ja, 1-0. Ziemlich, sagen wir mal, souverän war das. Also ich fand, das war nicht ansatzweise knapp. Und ich hatte nie gerade eben das Gefühl, dass da Dandy Schwierigkeiten hat, die Natural pushen zu werden. Da waren so viele Gaunts und Gaunts Only sind halt einfach nicht gut gegen Vanguard im Early Game. Da brauchst du was anderes. Du musst dir auf jeden Fall Brutes mit reinmischen oder du brauchst die Unholde, damit du die Exos, also den Rückweg der Exos blocken kannst. Weil sonst passiert nämlich genau das. Die Exos haben freies Schussfeld, die können dir den Magmadon, solange es nur einer ist, so schnell raussnipen. Deine Gaunts ballern auf die Lancer. Die Lancer tanken das easy weg. Und die Lancer bekommen durch das Upgrade ja den Geschwindigkeitsboost, sind dann dementsprechend schnell an den Gaunts, dass es, du brauchst die Brutes, du brauchst die Fins, du brauchst den Weg, um die Exos zu blocken, sonst geht das hundertprozentig nach hinten los. Ja, Dandy ist tatsächlich unten gespawnt. Ich hab richtig geraten. Oben rechts gespawnt. 1-0 Führung. Dandy. Oh, wir sind Doggo-Gameplay. Die Rex wird gebaut direkt mit zwei Workern. Er boostet aber nicht. Die Energie sammelt er sich. Das muss ich mir vielleicht auch angewöhnen, weil ich booste hier tatsächlich, damit meine Rack schneller fertig ist. Aber im Endeffekt ist es schon besser, einen Worker auf Therium zu haben, um dann T2 anzudrücken, plus das Upgrade für die Doggos im Biokinetic Labor. Das rentiert sich dann definitiv ein bisschen mehr, als die Racks einfach 4 Sekunden schneller zu haben. Auf lange Sicht natürlich. Ne? Auf kurze Sicht, ja, lohnt sich das eine mehr, aber so nicht. Gut, Hexe ist auf dem Weg, pullt hier das Hellscamp. Einfach nur ein bisschen rauspullen, okay. Und jetzt kommt der erste Doggo. Aber er ignoriert die Hexe komplett, ne? Okay, macht direkt einen Backport. Hexe macht Backport, Hunde wollten jetzt doch die Hexe anknabbern. Hexe sagt sich aber, nö, ihr könnt mich mal, ich chill zu Hause mit meiner Crew. Da ist die Crew, zwei widerliche Gaunts sind da. Und die sind natürlich ein gefundenes Fressen für die Hunde, ne? Also wenn er da gleich T2 angedrückt hat, plus das plus 16 Attack Upgrade hat, dann werden die Gaunts genauso schnell sterben wie gegen Exos. Und die kommen definitiv auch noch in dieser Partie, denn Doggo Opening resultiert zu 100% immer darin, ja okay, zu sagen wir 80%, dass Exo als Follow-up gespielt werden oder Hedgehogs. Wobei ich mir beim aktuellen Patchstand noch nicht sicher bin, ob Doggo Hedgehog die bessere Wahl ist oder Doggo Exo. Ich glaube, Doggo Exo ist wieder das Bessere. Aber Lancer Exo funktioniert auch super. Haben wir ja gerade eben gesehen, ne? Vision Camp wird gemacht. Zusätzliches Income holte sich. Doggos haben in der Zeit das Sales Camp geklärt. Biokinetic Lab ist jetzt zur Hälfte im Bau. Wird gleich fertig werden. T2 wird auch gleich fertig werden, das heißt gleich haben wir Level 3 Doggos plus das plus 16er Upgrade auf dem Feld. Und das hittet early. Das hittet sehr early und wenn das genau der Zeitpunkt ist, an dem Snox da expandiert, hat Dandy quasi fast schon das 2-0 in der Tasche. Ah, da kommt nochmal ein Brute hinzu. 6 Gaunts, 4 Unholde, ein Brute sind schon mal auf dem Feld und tun ihr Bestes. Ja, ihr seht, T2 ist fertig. Upgrade dauert noch einen Moment, aber die ersten Dreier-Doggos sind da. Und jetzt wird es hier unten auf den Watchtower gehen und dann wird wahrscheinlich gleich das erste Engagement folgen. Die verstrichene Zeit steht leider nicht da. Fehlt noch im Observer-Interface. Das habe ich ja eben angesprochen in meiner Kritik, dass viele Sachen hier einfach fehlen. Die Standardsachen. Ich kann mal gerade in den Options gucken, ob das vielleicht wie bei Age of Empires so ist, dass man das einblenden muss. Aber ich glaube nicht. Nee, es gibt keine Observer Options. Es gibt keine Observer Options. Ja, wo sind die Doggos? Doggos sind hier unten aktiv. Ein Dreierhund hat anscheinend verloren. Das waren nämlich gerade eben noch zwei.
Oh mein Gott. Man kann auch die Kamera nicht drehen, ne? Bei StarCraft kannst du wenigstens die Kamera ein bisschen drehen. Dann könntest du dir anderen Winkel angucken. Ich mag so Spielereien. Habe ich sehr gerne in StarCraft gemacht. Aber das wird auch irgendwann alles hier kommen. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Version 1.0 dauert ja noch mindestens ein Jahr, bis die rauskommt. Bis dahin kann sich noch einiges tun. So, einmal das Souling. Die Army steht da sehr gut. Weil das bietet natürlich weniger Angriffsfläche für die Doggos. Ja gut, wenn du die rausschickst, dann schickst du sie natürlich auch raus. Natural Expansion steht. Zweite und dritte Kaserne müsste es sein, die jetzt geaddet werden. Hinten dran immer noch zwei Worker nur auf Therium. Das heißt, er wird gleich eine Transition machen und nochmal 3-4 Worker auf Therium setzen, wenn die hier unten fertig sind, und dann anfangen, Exos zu bauen. Hat nämlich keine Factory gebaut, um auf Hedgehog den Switch zu machen. Mittlerweile ist auch das Upgrade mit dem plus 16 Damage gegen Light durch. Das heißt, wenn die Gaunts Offguard erwischt werden, sind die alle RIP. Boah, jetzt geht's doch. Guck dir das an, Alter! Boah, hab ich's nicht gerade gesagt? Wenn die Offguard erwischt werden, die sind halt einfach RIP. Das ist... Doggos sind in dem State of the Game mit Level 3 und dem plus 16er Upgrade und dem Speedcamp einfach so unfassbar gefährlich. Und wenn der jetzt noch einen Doggo hätte, einen Doggo-Pack, und einmal hier in die Eco reindiven würde, unfassbar. Das ist so ein großes Potenzial. Ja, es waren ein paar wenig Hunde, aber der hat ja schon viele Gorns gerade rausgenommen, ne? Also es ist schon ziemlich, ziemlich cool, was Dandy uns heute Abend hier für eine Show liefert mit seinen Doggos. Also, der wird auf jeden Fall Leckerlis bekommen. Egal ob mechanisch oder biologisch, die Doggos sind einfach Good Boys. Ich habe übrigens, apropos Biologie und Tiere und so und männlich-weiblich, ich habe heute das dümmste, wirklich dümmste Kommentar zum Thema Tierreich gelesen, was ich je lesen könnte. Und das hat mich so abgefuckt, dass ich tatsächlich sogar kommentiert habe. Da schreibt die: Wir Menschen sind wie die Tierwelt. Die Schönen sind halt die Weibchen. Alter, hast du dir die Tierwelt mal angeguckt? In der Tierwelt ist es so, dass die Männer die farbenfrohen sind. Die Menschen, ja? Nicht die Frau Schirn, die Menschen. Dann, das ist das Dümmste, was ich bisher je gehört habe. Ja. Exos aus dem Süden kommen, können hier die ersten Brood snipen. Aus dem oben aus der Mainbase, wenn noch ein paar Units spawnen, aber nicht mehr viele. Die Bobs werden mit hinzugepult, sind infested, müssen sich jetzt counter-repairen. Reicht das aus von den Exo-Zahlen her, um den Push aufzuhalten? Magmadon ist da, den Magmadon müsste jetzt eigentlich scouten, aber das Upgrade für die Exos ist noch nicht durch und das merkt man auch, denn es sterben immer mehr von den Exos gegen die Gaunts zusammen mit seinen Upgrades. Keine Chance. Das fehlt leider. Ohne das Upgrade kannst du den Fight nicht nehmen. V-Taube, Meise, genau. Ente, beste Beispiel, der Erpel. Ja, Drunk Angel, du sagst es. Ja, leider, oder gut für Snogstar, das wird das 1:1 werden. Ripperino. Habe ich das GG verpasst? Ne, Dandy scheint ja noch drinne zu sein. Ich habe das GG verpasst, oder? Wann habe ich denn das GG verpasst, Alter? Ich habe die ganze Zeit auf den Monitor geguckt.
Map 2, Map 3. Was ist denn los? Ich komme nicht ins Stormgate. Jetzt komme ich ins Stormgate. Doggo Exo didn't work. Es worked, aber er braucht halt das Upgrade, ne? Er braucht das Upgrade. Ohne das Upgrade kann er nicht fighten. Also er kann legit nicht fighten. Die Gaunts sind einfach mit ihrem Upgrades meilenweit überlegen. Das ist ja ein Punkt, den ich sage. Die Upgrades werden teilweise noch sehr unterschätzt. Ich hoffe, wir machen einen Break vor dem Finale. Ich hätte echt gern mal 5 Minuten Pause dann kurz und nicht nur 3 Minuten. Ja, damit sind wir in der dritten Partie angelangt, liebe Leute. Wir haben unten links gespawnt, in blau, den infernalen Snogster. Oben rechts gespawnt, in rot. Das ist der einzig wahre. Unser Publikumsliebling für den heutigen Abend habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Es ist der Vanguard, der letzte Vanguard, Dandy. Ja. Der letzte Vanguard in diesem Turnier, der die Ehre aller anderen wiederherstellen muss, um hier den Sieg zu holen und ins Finale einzuziehen. Dort wartet schon Elazer. Und Elazer gegen Dandy wird, glaube ich, auch eine ziemlich interessante Partie werden. Also ich glaube, wir werden heute Abend noch sehr geiles sehen. Aber ich würde es auch Snogster natürlich gönnen, wenn er ins Finale einzieht. Hat auch eine gute Performance hingelegt, gestern und heute. Alles ist möglich. Oh, aber meine zeitliche Einschätzung war falsch. Wir haben schon 10 vor 9. Und wir sind erst in Game 3. Rechnen wir einfach mal 15 Minuten pro Match im Durchschnitt. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Und wenn wir dann im Finale noch einen 7-Mapper bekommen, dann sitzen wir hier noch was länger. Aber so ist es halt manchmal, ne? Aber das... Das ist auch so ein Punkt, der mich mega nervt. Wenn du hier rausscrollst und dann runter auf die Minimap gehst irgendwie, dann glitscht das manchmal bei mir und hört nicht auf zu scrollen. Und das finde ich... Warum passiert das? Das hat ja mit der Minimap zu tun, ne? Guck, dürfte eigentlich gar nicht mehr scrollen, aber dadurch, dass die Minimap da ist, das ist super ätzend. Was auch geil wäre, wenn Snogster jetzt einfach den übelsten Cheese auspackt. Ich meine, das, was er jetzt spielt hier, ist schon übel. Aber das ist noch haltbar. Hat zwei Lancer. Wenn er jetzt hier im Bunker mit einer Bosshaw hinsetzt, ist er eigentlich safe. Warum sieht das hier, diese Pfütze, auf der Minimap eigentlich blau aus? So, da kommt ein Follow rein, sehe ich gerade aus dem Augenwinkel. Wow, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Namen aussprechen soll. Ich sag einfach mal... Der Osch, herzlichen Dank dir für deinen Follow. Boah, da sind die Lancer mit Upgrade, oder?
Nee, Upgrade hat er noch nicht. Speedcamp. Oh, das ist nice. Wenn er beide bekommt, ist super. Das war schon gut, dass er da zwei Gons rausnehmen konnte. Ein bisschen weniger Gefahr. Muss aber auch gucken, dass er sein Upgrade durchbekommt. Läuft auch. Wird die im Moment fertig werden. Alles cool. Und dann kann er gleich expandieren und danach anschließend die Transition auf die Axis machen. Und der darf dieses Mal auf keinen Fall vergessen, das Upgrade anzudrücken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es eben einfach zu spät angedrückt hat und deswegen die Partie verloren hat. Deswegen, aus Fehlern lernt man oder sollte man lernen. Upgrades nicht vergessen. Oh nein, da will er nicht hin. Oh nein, 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 nein. Das kann er doch niemals fighten. Ich meine, die Health Region wurde zwar genervt, aber das willst du eigentlich trotzdem nicht fighten mit deinen paar Lanzern. Nicht ohne den Background Damage von Exos oder Hedgehog oder sonstigen Units, die man noch so bauen kann. Oder Doggos, die den Damage tanken. Ja, Speedcamp. Under Contest. Ratze, putze weg, futsch. Futsch, Gato. Alles futsch. Sind die Lancer schon immer so schnell gewesen? Mit Speedcamp? Die kommen mir heute richtig schnell vor. Ach, er hat beide Speedcamps, deswegen. Wahnsinn. Die sind ja richtig mobil dann. Ist mir noch nie so aufgefallen, dass die so schnell sind dann. Guten Tag, ich bin in Ihrer Eco. Ein Worker. Komm, stirb. Ein Worker. Und ein Shortstone. Ein Worker für einen Lancer. Nicht unbedingt der idealste Trade, den du haben willst. Aber es gibt auch schlimmere Trades, ne? Tja, hier oben wird jetzt Ressourcencamp gemacht. Wieder den passiven Bonus einfach ein bisschen mitnehmen, plus die Bounties dazu. Hinten dran, Expansion steht, drei weitere Kasernen wurden geaddet, Exo Transition ist eingeleitet, Upgrade ist dieses Mal auch tatsächlich angedrückt. Das Einzige, was mir bei Dandy nicht so gut gefällt, ist das Habitat Placement. Eigentlich müsste hier ein Habitat stehen, hier müsste ein Habitat stehen und hier müsste ein Habitat stehen, hier und hier. Warum? Weil die Dinger einfach die Gebäude boosten und die Produktionsgeschwindigkeit erhöhen oder im anderen Fall zum Beispiel in einem Bunker ein bisschen mehr Rüstung geben. Ich glaube, nee, das war 200 Rüstung, die dann sogar dafür bekommen. Adas, herzlichen Dank dir für den Sub auf Stufe 1. Dankeschön. Aber ich will nochmal kurz anmerken, ich freue mich wirklich darüber, wenn ihr rein subbt oder rein folgt. Ich mag das, ich finde das toll, dass ihr mich supportet, vor allem über Follows freue ich mich, feels Batman. Aber behaltet euch im Hinterkopf, ihr müsst bei mir nicht subben. Ihr habt als Sub keinerlei Vorteile, wenn ihr mich supporten wollt, damit finde ich das toll. Bedanke ich mich auch nochmal recht herzlich, ihr müsst es aber nicht tun. Aber followen wäre toll, weil ich bin heute schon wieder 4 Stunden für euch live. Und danke Adas, wenn du dich gut unterhalten fühlst und ein paar andere, freut mich das, genau deswegen mache ich das. Und euer Feedback sind zum Beispiel Follows oder ihr schreibt was, dann habe ich Spaß daran an dem, was ich tue und dann mache ich das auch gerne noch ein bisschen weiter. Ja, weitere Lancer, weitere Exos kommen hinzu, langsam wächst sein Supply an. Ich meine, der Infernal hat zwar noch 12 Supply Vorteil, aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Er hat ein paar Gorns, er hat ein paar Broods, er hat einen Magmadon. Wenn die Lancer das Ganze blocken und die Exos den Magmadon raussnipen und er gutes Micro hat, um die Gorns zu snipen anschließend, dann wird das hier ein echt spannender Kampf werden. Atlas hat er noch nicht im Bau, das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Da fehlt ihm einfach noch die Mech-Gebäude, um das Ganze zu bauen. Will jetzt hier aber das Engagement wagen, hat tatsächlich schon gepullt. Die Unholde kriegen hier den Surround auf die Vordersten. Boah, fast noch einen zweiten Level 2 Exo hier verloren. Das ist natürlich... Oh, da wird die Trap ausgelöst. Ah, da hat er nicht aufgepasst und die verlieren weiter Hitpoints. Er muss eigentlich jetzt zum Healfeld gehen. Weil ich glaube, der Lanzer geht noch drauf, ne?
Ja, der geht definitiv noch drauf. Nächstes Engagement. Das sind immer noch die Einheiten hier. Verflucht. Magmadon wird gesniped. Ah, jetzt ist er out of range. Muss er aufpassen. Jetzt er dann. Und jetzt mit den Exos, die Brutes forcen, die Hexen raussnipen, damit die auf jeden Fall nicht mehr ihr Miasma wirken können. Und mit den Lancern einfach einen A-Click machen. Und nur die... Oh mein Gott, nur die Exos Micron. Nächsten Shots kommen raus. Er hat mittlerweile ganz schön viele Exos auf dem Feld. Kriegt hier nochmal ein paar gute Shots raus. Sind nur noch Gaunts und Hexen jetzt gleich übrig. Und das sollte dann eigentlich kein großes Problem mehr werden. Und wenn er jetzt noch schlau hinten dran ist, der Dandy, und noch Atlas im Bau hat. Oh mein Gott, er frisst das voll. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte stirb jetzt nicht. Ah, es war so schön bis gerade zu diesem Zeitpunkt. Jetzt hat er natürlich das ganze Besudelungszeug auf seinen Exos. Oh mein Gott. Die sterben alle. Die sind alle tot. Warum? Weil der Dotzi tötet. Oder? Nein! Hat er das Upgrade? Nein, er hat's nicht. Er hat nicht das Survival Protocol. Warum sterben die denn nicht? Der Damage müsste denn eigentlich die alle eigentlich umbringen. Wurden die so krass genervt? Wahnsinn! Da hat er aber Glück im Unglück, Alter. Alle mit einem Hitpoint. Boah. Jetzt sind die RIP. Ja, jetzt sind sie RIP. Die Fähigkeit ist so übel, Alter. Es sah so gut aus bis zu diesem Zeitpunkt. Dann kommen die Miasma-Zones der Hexen und dann gibt's nichts mehr zu lachen. Jetzt hat er mittlerweile schon 30 Supply-Vorteil. Und das sieht mir schwer nach einem 2-1 aus fürs Noxstar. So. Warum sieht man die Fähigkeiten der Hexen nicht? Das finde ich zum Beispiel auch blöd. So, hier siehst du die Upgrades und Fähigkeiten, aber hier ist nicht da. Das ist gut. Nicht die Hoffnung verlieren. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Noch ist alles offen. Oben weitere Expansion. Dandy will nochmal back into the game kommen. Er hat weiter Druck gemacht. Er hat Druck gemacht. Das Problem ist allerdings, dass hier die Karte mittlerweile echt schon im unteren Drittel komplett dem Infernal gehört. Hier Expansion, hier kommt die nächste Expansion. Das heißt, er braucht jetzt auf jeden Fall Atlas im nächsten Fight eigentlich. Aber er geht full auf Exo. Full Exo Lancer, nichts anderes. Es kommt keine Mech Bay. Es kommt tatsächlich die Hangar Bay fürs Dropship. Also läutet er jetzt die Transition auf Atlas ein, wahrscheinlich auf Tanky Vex. Aber das wird noch ganz gerne 2, 3, 4 Minuten dauern, bis der erste Atlas auf dem Feld ist. Und bis dahin darf er halt kein Engagement verlieren. Und gerade ist er auf dem besten Weg dahin. Ah, kriegt ein paar gute Shots raus. Ich bin dafür, dass diese Kackfläche einfach Friendly Fire macht, so wie alles andere in dem Spiel auch. Warum kriegen Infernal wieder so einen großen Vorteil, ne? Ich meine, Dark Prophecy macht auch Friendly Damage. Macht Atlas Friendly Damage? Ich glaube schon, ne? Müssten wir eigentlich alles mal testen demnächst. Boah, bitter. Bitter, 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 bitter. Da steht er in der Production drin. Boah, da brauche ich gerade gar nicht sagen. Das genießen wir einfach mal gerade so. Ich brauche unbedingt einen Break vom Finale. Nee, er hat nicht mehr genug Exos. GG, 2-1 fürs Noxstar. D
Das ist halt schon ein bisschen übel, wenn die Dots hitten. Der Dot ist heftig. 1% Life pro Tick ist halt heftig, Alter. So, nächste Lobby kommt schon. Meine Nasenspitze juckt. So, 2-1 für Snogstar. Oh Leute, kann ich euch eine Minute alleine lassen? Ich muss mir einen Kaffee machen. Also ich mach euch Lobbyansicht, ich mache mir ganz schnell einen Kaffee, 1-2 Minuten. Das heißt, ihr verpasst vielleicht die erste... Warte, wir machen das, wenn das Game gestartet hat, dann gebe ich euch wenigstens die Base-Ansicht von einem der beiden. Dann hole ich mir ganz schnell einen Kaffee. Ich brauche einen Muntermacher. Kaffee, 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 Tee. Dülülü. Bring uns einen mit. Nee, ihr teilt euch den. Das geht nicht. Ich kann euch nicht beiden einen Kaffee geben um 21 Uhr. Hallo, ich hab Verantwortungsbewusstsein hier. Ihr teilt euch den. Kappa. So, ich wechsle schon mal die Szene. Ich gebe euch die Base-Ansicht von Dandy. So, weiter rauszoomen kann man nicht. Ich mache das so, ich hole mir schnell einen Kaffee. So, da bin ich wieder. Läuft das Match noch? Ja, ne? Cool, cool, cool. Hier habt ihr euren Kaffee.
So, was haben wir denn eigentlich verpasst hier? Nicht viel, ne? Wahrscheinlich wieder Double Iron Vault Opening. Wo ist die zweite? Nur eine dieses Mal. Okay. Eine Iron Vault sind wir hier beim Infernal, direkt die Ritual Chamber. Und die Unholde sind schon auf dem Weg nach drüben. Lanza Opening war es wieder von Dandy. Und der hat aber auch dieses Mal das Biokinetic Lab relativ früh gebaut. Ist jetzt aber auch damit beschäftigt, erstmal seine Base zu verteidigen. Da kommt instant die Reaktion. Subitat wird down gehen. Das hat wehgetan. 100 Luminite einfach mal so für den Arsch. Und jetzt sind die Lanze aber wieder zu Hause. Die können das Ganze hier ein bisschen verteidigen. Natural unten vom Infernal ist mittlerweile wieder auf einem guten Weg. Und Dandy muss sich was einfallen lassen, wie er hier wieder den Anschlusstreffer bekommt. Und das 2:2, denn es ist ein Matchball für Snogstar. Unten am Speedcamp macht er jetzt den Pull. Und da kriegt er dann auch nochmal zusätzlich ein paar Einheiten in seinen Supply integriert. Ja, sieht ganz gut aus, hat er abgesichert. Hier ist ja das Meatballchen, hier hat er sein Shroudstone in der Demon stehen. 6 Worker hat er auf Therium, das heißt, wird gleich ziemlich Gaunt-heavy spielen, plus T2-Upgrades versuchen durchzudrücken, damit die Gaunts auch ordentlich reinscheppern. Und Dandy hat mittlerweile auch eine Expansion gesetzt, hat schon die ersten 5 Worker dran und die ersten Exos kommen. Upgrade-technisch hat er aktuell nichts am Laufen. Upgrade ist auch noch nicht durch, nur das, glaube ich, von den Lancern. Und die sind gerade irgendwo unterwegs, wo ich sie nicht finde. Wo sind die Lancer? Ach, die sind hier unten gewesen. Sind jetzt wieder auf dem Rückweg, aber bis die da sind, haben die Unholde hier schon ihren Schaden ausgeteilt. Ne? Wir sehen den ersten Bob fallen. Der Bob ist jetzt auch RIP. Ein dritter. Ja, kriegt er noch Nummer 3? Hier könnte er eigentlich einen Surround hin versuchen oder blocken. Ja, kriegt er. Dritter ist Bob geht down. Verliert dafür einen Unhold. Vollkommen fein. Das ist okay. Ja, jetzt kommt aber sein dicker Push, mit dem er es beenden will. 2, 4, 5, 6 Gaunts, ein Magmadon, 3 Brutes ohne Hexe plus die Unholde. Das wird ein spannendes Engagement werden. Ich hoffe, dass Dandy sich denkt, dass das kommen kann und dementsprechend seine Defense ausrichtet und nicht selbst seine Unit jetzt gesplittet über die Karte verteilt. Also so weit gesplittet, weil sonst kommt er hier einfach an den Infernal, der ihn die Einheiten eine nach dem anderen tötet. Könnte passieren, wäre uncool, aber Snogstar geht jetzt auch einfach durch die Mitte mit dem Magmadon, kann man hier diese Rocks zerstören und sich neue Wege öffnen. Und jetzt ist er da direkt instant das Health Camp getaggt. Oh mein Gott, Dandy kommt komplett zurückgelaufen, das wird eine Weile dauern, bis er da ist. Magmadon ist in der Economy drinne, kann da Schaden machen. Jetzt kommt aber die Army mit hinzu, die Lancer sind am Start, 2 Exos aber nur. Und da müssen die Bobs um ihr Leben laufen. Die Gaunts machen hier einen guten Job, verteilen ihre Schellen und trotz Healfeld sieht das nicht gut aus für Dandy. Der muss in alle Richtungen gerade kämpfen und er muss aufpassen, dass er hier nicht komplett zerlegt wird. Der Magmadon hat nicht mehr viele Hitpoints, aber es ist auch nur noch ein Exo da, der effektiv Schaden dagegen gerade unternehmen kann. Ja, und da lösen sich die letzten Einheiten aus. GG. Und da wird Snogstar mit dem 3:1 Sieg gegenüber Dandy ins Finale einziehen.